Ja, was gibt es heute, ihr Lieben? Ente. Es gibt Ente aus der Heißluftfritteuse und zwar eine ganze. Eine ganze Ente. Hier haben wir es mit Reis und Rotkohl. Lecker, lecker Ente, ihr Lieben. Und wie ich das jetzt mache, zeige ich euch. Was brauchen wir für unsere Ente? Ich habe die Ente erst einmal gewaschen, ordentlich abgewaschen, die Innereien rausgenommen. Hier vorne ein bisschen diesen Wurzel abgeschnitten, was ein bisschen lang ist vom Hals. Auch innen drin schön abgetrocknet. Und da kommt jetzt eine Füllung rein. Und zwar habe ich da jetzt zwei Äpfel, eine Möhre und drei Zwiebeln. Die schneide ich jetzt grob klein zu einem Mousse, mache da ein bisschen Koriander gleich mit dran. Und würze sie mit Salz und Pfeffer von außen und innen. Und ich hole euch gleich wieder dazu, wenn ich das hier so ein bisschen klein geschnitten habe. Hier seht ihr, wie das jetzt klein, ganz grob klein geschnitten ist, ne? Das ist Apfel, Zwiebel und die Möhrchen drin. Das könnt ihr auch variieren, ob ihr jetzt zwei oder drei Äpfel nimmt oder eine Möhre oder zwei. Macht das so ganz nach eurem Gefühl und Geschmack. Dann nehmen wir Koriander. Dann machen wir jetzt so ein bisschen Koriander dazu. Vermengen das ordentlich. Ein bisschen Bärlauchsalz und frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle dann dazu. Und wenn ich das reinmache, hole ich euch wieder dazu. Ich habe jetzt hier innen drin schon einmal mit unserem guten Bärlauchsalz Salz reingemacht. Und wir machen jetzt die Füllung rein. Außen mache ich dann noch Bärlauchsalz. Man kann auch mehr Salz nehmen oder was für ein Salz man auch gerade zu Hause hat. Ich nehme halt gern unser Bärlauchsalz und ein bisschen Pfeffer dann für außen rum. Pfeffer mache ich innen nicht, weil hier in der Füllung ja schon ein bisschen Pfeffer und Koriander und ein bisschen Salz mit drin ist. Aber damit das Fleisch schön Geschmack annimmt, mache ich hier vorher nochmal an die Haut ein bisschen Salz von innen. So, ich habe das jetzt auf so einem Holzlöffel und mache das da jetzt rein. Zwischendurch kann man sie auch anheben, damit das dann noch ein bisschen reinrutscht. Und ich mache die jetzt erst einmal voll. Ob ihr das mit den Händen macht oder mit einem Löffel, das ist euch überlassen. So ist sie jetzt ordentlich voll und ich habe mich da überschätzt. Wir brauchen ein bisschen weniger. Ich habe jetzt hier noch so einen kleinen Rest drin. Ich denke mal, mit einem Apfel und zwei Zwiebeln und einer kleinen Möhre hätte es auch gereicht. Ich habe die Ente jetzt zugemacht, damit das halt nicht lose rausfällt. Und würze sie jetzt noch von außen mit Salz und Pfeffer. Ich werde hier diese Enden von den Flügeln noch abknipsen, weil die einfach nachher sonst zu schwarz werden. So, ihr Lieben, das ist jetzt ordentlich gewürzt. Ich habe erst überlegt, ob ich die hier anbinde, wie bei einer Gans, aber ich glaube, das müsste auch ohne gehen. Nur außen nochmal Salz und Pfeffer. Von beiden Seiten und dann kommt sie jetzt in die Princess. Und wie ihr jetzt merken werdet, ich habe wieder nur eine. Meine hatte ja hier oben ein bisschen was abgerispelt und hier drin war alles schon von dem, ich denke mal von den Töpfen oder von den Backformen. Ich weiß es nicht. Es hat sich gelöst. Auch im Innenraum hier ohne den Siebeinsatz. Da war dann unten drin auch schon, wir haben gerade Brötchen noch drin gemacht, unten auch schon drin was ab. Und da habe ich sie zur Retour geschickt und habe ja lieberweise auch sofort Ersatz bekommen. Das ist jetzt auch eine der neueren Versionen, heißt, sie springt an. Wenn ich Temperatur und Zeit angegeben habe und drehe mich um und denke an nichts Böses, dann läuft sie schon. Also nicht wie meine ältere, wie ich schon mal vorgestellt habe, dass meine angedrückt werden muss. Diese ihr ist jetzt auch eine der neueren und springt von alleine an. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Schade, ich musste sie natürlich trotzdem einschicken. Ich konnte sie ein, zwei Tage, drei Tage jetzt so doppelt nutzen. Das geht jetzt nicht mehr. Amazon hat sich gemeldet und ich musste natürlich die, die kaputt ist, wie sie es ja eigentlich auch gehört, zurückschicken. Ich finde es trotzdem schade, es war schon praktisch. Denn sie ging ja noch einigermaßen. Ne? Es war zwar ab, aber und es wäre sicherlich auch nicht auf Dauer gut gegangen, wenn die Beschichtung abgeht. Aber nichtsdestotrotz kommt jetzt hier in meine neue die Ente rein und ich glaube, ich lege auch erst einmal die Brustseite nach oben. Und
Hol euch dann gleich wieder dazu. Jetzt schaut mal, das ist wirklich eng. Wirklich, wirklich eng. Und ich auch von der Höhe. Diese hat 2,2 Kilo. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass uns das nachher nicht zu dunkel wird. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache 170 Grad, erstmal eine halbe Stunde. Und damit ich es nicht vergesse in der halben Stunde, weil ich ja nun in der Zeit auch anderes machen kann, lasse ich sie nach der halben Stunde ausgehen und piepen und gucke sie mir dann an, um sie umzudrehen. Und dann entscheiden wir, wie es weitergeht, ihr Lieben. Okay. Alter. Das ist ja schon heftig. So, was haben wir denn gesagt? 170 und 30 Minuten. Ich muss auch drauf treten. Und an. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt mal die Innereien. Das ist ja jetzt hier von dem Herz und der Hals. Und das, was ich jetzt abgeschnibbelt habe, kommt hier auch noch mit rein. Ganz bisschen Salz, bisschen Pfeffer und dann lasse ich das ein bisschen köcheln. Dann habe ich nachher einen schönen Sud für die Soße. Und das machen wir jetzt an. Und lassen das ein bisschen einköcheln. Ihr Lieben, was ihr dazu esst, ist euch ja gleich, ob ihr da jetzt schon Klöße zu haben wollt oder Reis, wie man auch zur Ente sehr schön essen kann oder Rotkohl jetzt in der Weihnachtszeit oder auch Möhren oder frisches Gemüse im Sommer, geht Ente ja auch mal. Das ist jedem gleich. Ich überlege gerade, ob ich den Rest, und ich glaube, das mache ich auch. Also sie ist jetzt aufgeheizt. Ich mache den Rest von den Innereien, was ich reinstopfen wollte, mache ich jetzt hier mit rein. Ich habe jetzt die Entenfüllung hier noch mit rein gemacht. Das heißt Zwiebel, Möhren und den Rest Apfel. Ein bisschen ist ja Koriander, Pfeffer und Salz auch schon dran. Und ja, bevor ich das jetzt wegschmeiße, weil es übrig war, koche ich doch das jetzt einfach mit zu einem schönen Sud. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn die halbe Stunde die erste Seite von der Ente fertig ist. Es hat gepiept. Und das schauen wir doch mal. Ja, das sieht doch schon gut aus. Die drehe ich jetzt einmal um, unser Entchen. Und dann nochmal 170 Grad, 30 Minuten. Da kommen natürlich jetzt unsere Grill- und Backhandschuhe wieder ganz toll zum Einsatz, weil da kann man schön drunter heben, da muss man nicht lange suchen, wie wir sie umdrehen können. Und wir haben sie umgedreht und jetzt kommen sie auch wieder rein. Jetzt muss ich mal aus diesem kleinen Handschuh raus. So. Tada. Und wir haben gesagt 170 nochmal. Ah, wir brauchen ein paar mehr. 30. Und. Yippie! Und da ist sie wieder an. Das ging bei meiner ersten nicht. Das war, glaube ich, eine Generation davor. Habe ich, glaube ich, ein Video von gemacht gehabt, dass sie halt unterschiedlich sind. Also das trotzdem Princess XXL, aber diese neueren, die springen dann von alleine an, wenn man etwas eingegeben hat. Die älteren, da muss man dann nochmal hier auf den Anknopf drücken. Ihr Lieben, 30 Minuten. Jetzt kann man überlegen, ob man Rotkohl aufsetzt, Reis, Kartoffeln, irgendwelche Beilagen, Klöße, was ihr wollt. Einfach nur ein schönes Baguette oder gar nichts. Ist mir wurscht. Das kann jeder machen, wie er gerne mag. Ich denke, wir machen heute Reis. Vielleicht auch nochmal Klöße für die Männer. Die mögen mehr mit Klößen und Rotkohl ruhig schon. Aber wie gesagt, Beilagen, das könnt ihr ja dann selbst schauen, wie, wo, was ihr macht. Und ich hole euch dann später wieder dazu. Und die Stunde ist rum. Oh, das sieht doch auch schon gut aus, ihr Lieben. Gucken, ob ich hier drunter gucken kann, ob ich das jetzt mit einer Hand hochkriege. Oi, da ist aber was zusammengekommen. Könnt ihr das sehen? So viel Fett, das schwimmt. Das gieße ich jetzt erstmal ab. Und dann, da lege ich euch aus der Hand,
ziehe ich mir meine Handschuhe wieder an, meine Grillhandschuhe und drehe sie noch einmal um. Ich mache jetzt hier erst auf der Seite noch ein bisschen Honig. Ich bepinsel sie mit einem ganz klein wenig Honig, den ich ein bisschen warm gemacht habe, damit es ein bisschen flüssiger ist. Dann drehe ich ihn um und dann zeige ich euch. Ich hole euch da gleich nochmal dazu. So, hier ist jetzt der flüssige Honig. Den habe ich 30 Sekunden in der Mikrowelle ein bisschen flüssig gemacht. Und jetzt wird unser Entchen ordentlich damit bepinselt. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, wie ihr seht. Der Pinsel ist aus dem großen Zubehör, das ich immer mal wieder teile oder zeige. Ich schreibe euch das wieder mal unten mit runter und teile das mit euch. Ich habe das von Amazon. Es ist manchmal auch vergriffen, ausverkauft in 8 Zoll. Ich drehe den jetzt den Vogel wieder mit meinen Handschuhen und dann wird die andere Seite auch nochmal bestrichen. So, ihr Lieben, sieht der nicht lecker aus jetzt schon? Ich bestreiche den jetzt hier auch. Das ist jetzt die Brustseite. Und ich überlege gerade, der sieht ja schon fast gut aus. War da jetzt 15 Minuten machen? Ich gucke zwischendurch noch mal rein. Er soll nicht zu dunkel werden. Stunde insgesamt ist er jetzt schon drin. 170 Grad, 2 mal 30 Minuten. Das ist jetzt noch mal die Brustseite. Ich kann euch gern auch von den Backhandschuhen davon. Die Grillhandschuhe, Backhandschuhe, die es bei Amazon gibt, nochmal eine Verlinkung drunter setzen. Ne, die hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal drin. Ich backe da ganz gerne in diesen kleinen Schälchen nochmal mit. Ja, ihr Lieben, dann kommen die jetzt nochmal rein. Und ein Fett habe ich natürlich abgegossen. Oh, die ist aber auch schwer. So. Oh, machen wir ruhig ein bisschen heißer. 185, wir machen mal 10. Weil sie sieht ja eigentlich schon recht gut aus. Nebenbei habe ich jetzt Rotkohl gemacht. Für mich Reis. Und die Soße mit einer Mehlschwitze und mit dem schönen Sud aufgegossen. Ich habe da beim großen A Nord. Ich glaube, das war für Federvieh. Soße, eine so eine kleine noch dazu gemacht. Auch ein bisschen mit Honig noch abgeschmeckt. Aber das ist, wie gesagt, Soßen. Dafür bin ich ja heute nicht zuständig. Das habe ich halt nur von dem, was übrig war, gemacht. Manche machen das auch aus dem, was jetzt unten reingetropft ist. Aber das war mir so fettig. Das wird ja eine reine Fettsoße. Also das habe ich jetzt ein bisschen weggekippt. Ich weiß, da schreien jetzt auch wieder ein paar. Die machen sich dann noch irgendwas von. Ich bin da nicht ganz so dolle für. Aber den Fond, den ich mir hier gekocht habe, aus dem Sud von dem restlichen, von den Innereien und dem, was ich abgeschnitten habe, das kann man natürlich toll mit einer Mehlschwitze und ein bisschen Gewürzen und ein bisschen Honig und noch kräftig machen. Okay, ihr Lieben, ich hole euch in 10 Minuten dazu. So, es hatte gepiept. Ich habe ihn jetzt noch einmal schnell umgedreht. Und 5 Minuten machen wir jetzt auch von dieser Seite. Nochmal nach. Schnell noch einmal. 180 müsste reichen. Machen wir 4 Minuten. Er ist ja noch heiß. Das knuspert jetzt schon so laut, sind aber noch 2 Minuten. Ich will nur mal kurz. Reicht. Schaut mal, reicht. Der sieht doch gut aus. Unser Enterich, Entilein. So, den lege ich jetzt hier rüber. Das reicht. Ich mache jetzt hier Stopp. Also die 2 Minuten müssen nicht noch. Diese 180 Grad sind halt einfach ein Tuck viel. Und machen es zwar knusprig, aber an manchen Stellen, wie ihr seht, auch sehr dunkel. Ich schneide ihn jetzt auf und serviere ihn. Die Ente ist fertig. Hier haben wir einen Teller mit einer Keule. Bisschen Soße, bisschen Rotkohl und Reis. Hier ist eine halbe Ente für meinen Mann. Und für unseren Großen, heute sind wir nur zu dritt, gibt es den Rest.
Ohne Keule halt, ne? Ihr Lieben, das ist die Ente heute, die ganze Ente aus der Heißluftfritteuse Princess XXL. Und ich zeig euch vielleicht, ich muss euch aus der Hand legen. Ich müsste es anschneiden, damit ihr seht, wie es innen aussieht. Moment. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das hier mal angeschnitten, damit ihr das mal seht. Das ist gut durch, saftig und außen knusprig. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ihr Lieben, wenn ihr nicht wisst, was ihr zu Weihnachten machen wollt, Ente geht immer. Ente aus der Heißluftfritteuse, ihr Lieben. Viel Spaß beim Nachmachen, eure Heißluftfee.